IHS. Drei Buchstaben, ein Begriff in der Welt der Leichtathletik. Und die Welt schaut nach Sindelfing. Meetingdirektor Herbert Bohr. Er bringt seit 24 Jahren Weltklasseathleten und Rekorde nach Sindelfing. Thomas Schönlebe, ein Ausnahmeathlet. Junge Läufer drauf. Er ist im Ziel. Merlin Otte, die Sprintlegende. 322-24. Haile Gebrselassie, der Rekordjäger. Alessier Orutia, Überraschungsweltrekordler. Den hielt Leonid Woloschin aus der Ukraine mit 1777 aufgestellt. Doppelweltrekord. Die Stabhochspringerin Stacy Dragila und Daniela Bartova lieferten sich einen harten Kampf. Am Ende übersprangen beide die Spitzenhöhe von 4,48 Meter. Und dann machte sich Gabriela Chabo auf und davon. Unter den Augen des begeisterten Publikums stellte sie einen neuen Weltrekord über 2000 Meter auf. Ganz zum Schluss. 60 Meter Hürden der Männer mit Colin Jackson, dem Weltmeister, gegen Mark McCoy, den Olympiasieger, und Mike Fenner links daneben, den deutschen Halter. Der Brite, ganz rechts am Bildrand, erwischte eine nahezu perfekte Norm. 7,30 Sekunden, so wurde seine Zeit später korrigiert. Neuer Hallenweltrekord, der so überraschend nicht kommt. Colin Jackson besiegte nicht nur Mark McCoy, er ist der klare Favorit auch für die Freiluftweltmeisterschaften und Europameisterschaften in Helsinki. Und Mike Fenner darf mit 7. Dass das international hoch angesehene Sportfest 1979 nach Sindelfingen kam, ist vor allem einem Mann zu verdanken: Meetingdirektor Herbert Bohr. Seit 2 Jahrzehnten sorgt er dafür, dass der Sindelfinger Glaspalast in die Schlagzeilen kommt. Schon bevor die Halle fertig war, war mir klar, dass nicht nur deutsche Hallenmeisterschaften oder württembergische Meisterschaften in so einem Prachtbau stattfinden könnten, sondern ich habe mir da schon Gedanken gemacht, ein internationales Hallensportfest da zu installieren. Was anfangen? Ja, was vor 15 Jahren hier klein und fein begonnen hat, mit einem Etat damals von vergleichsweise lächerlichen 40.000 Mark, hat sich inzwischen gemausert. Sindelfingen ist, das haben Experten festgestellt, an zweiter Stelle, ist also das zweitbeste Hallenmeeting, das es in der Welt gibt. Und wenn wir so über die Startlisten schauen...